Was ich hier zu erzählen habe, soll allein zur Verherrlichung Gottes dienen. Ich soll es nämlich nicht an die große Glocke hängen, wenn ich ein gutes Werk tue, sonst habe ich meinen Lohn bereits empfangen und kriege ihn dann nicht mehr. Aber ich möchte es einfach als Zeugnis weitergeben. Ich hatte auch von Gott den Auftrag gekriegt, wenigstens so habe ich es verstanden, dass ich einer lieben Freundin ein Fahrrad, ein gebrauchtes Fahrrad kaufte. Natürlich habe ich, die sich eben nicht so auskennt mit den deutschen Preisen, wohl zu viel bezahlt. Das Fahrrad war wohl nicht so viel wert. Und hatte aber meinen Frieden darüber, weil ich dachte, der Mann, auch ein Mensch mit Migrationshintergrund, hat wohl das Geld auch nötig und er war oder ist auch Christ, er muss das ja vor Gott verantworten. Für mich war es okay. Ich habe für die letzte Woche und diese Woche hier Geld auf die Seite gelegt gehabt, weil ich vorhatte, mit verschiedenen Leuten auszugehen. Und dann war es so, dass zwei Orten, wo ich Geld eingeplant hatte, wurde ich eingeladen. Zwei Termine mussten abgesagt werden. Und ich brauchte durch das viel weniger Geld. Also ich hatte für das Fahrrad um die 70 Euro bezahlt. Und jetzt hatte ich 75 Euro gespart. Also genauso viel, wie ich auch noch für das für die Außenringe 5 bis 7 bezahlt habe. Auf der Rückfahrt nämlich mit dem Fahrrad wollte ich ein Ticket lösen, habe mich geärgert, weil vor dem Automaten so viele Taschen und Koffer und Rucksäcke standen, aber ich sagte nichts. Da fragte mich der Mann, der zu dem Gepäck quasi gehörte, er war mit einem Sohn, mit seinem Sohn und seiner Frau da, ob ich nach München reinfahre, sage ich, ja, warum? Und der hielt mir so das Ticket hin und ich dachte, ah, der will mir was verkaufen. Dann sagt er, ja, wir haben ein Ticket für 5 Personen gelöst, sie können mitfahren. Und dann habe ich gleich einfach gedacht, ja, und das Fahrrad ist die 5. Person. Vielleicht wäre das nicht legal gewesen, ich weiß es nicht, aber so war ich total gesegnet. Und habe jetzt alle Auslagen zurück, die ich hatte für das Fahrrad, auf den Cent genau. Das ist voll krass. Gott ist groß. Halleluja. Lasst uns ihn preisen und nicht vergessen, was er Gutes schon in unserem Leben getan hat. Amen.